Holla die Waldfee. Das war ja was am Ende des letzten Parts. Da haben wir glatt gegen den Trainer N verloren, der dort aus der Arena kam. Ja, musste abgebrochen werden, die Aufnahme, wegen Bewusstlosigkeit des Trainers. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum zu einem neuen Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Wir werden uns heute erneut dem Kampf stellen und hoffentlich gewinnen. Ja, los geht's, würde ich mal sagen. Auf in den Kampf mit Gebrüll. Brüll. Drei Pokémon hat er. Eins davon ist ein Dusselgurk. Das heißt schon so, Partybike wurde besiegt. Spieler besiegt N. Noch kann ich in die Zukunft nicht sehen. Die Welt von morgen ist noch ungewiss. Et voilà. Und da haben wir gleich zu Beginn des Parts die Entwicklung von Ben. Hervorragend. Wenn das kein guter Start in den Part ist. Und was wohl daraus wird? Überraschung. Glückwunsch, dein Ben wurde zu einem Ferkukil. Na toll, ich kann es nicht mehr aussprechen. Ben versucht Armstoß zu erlernen. Aber Ben hat nur maximal 4 Attacken. Soll eine andere Attacke durch Armstoß ersetzt werden? Ja. 2 und schwupp. Ben hat Routenschlag vergessen und Ben hat Armstoß gelernt. Mit den Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Und ich weiß auch schon genau, wer diese Macht für mich bereithält. Ich renne. Das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit dem Helden die eine Region schuf. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Ja, den hätten wir besiegt. Wie ihr schon gemerkt habt, ich huste ein bisschen, ich bin ein bisschen krächzig. Krächzig? Gibt es dieses Wort überhaupt? Krächzig? Ich krächze sehr. Ja, ich bin ein bisschen heiser. Aber ich hoffe, es wird gehen. Ich hoffe, es schadet dem Let's Play nicht zu sehr. Also rein geht's hier ins Museum. Ich beschäftige mich hier mit der Erforschung von Pokémon-Fossilien. Sollst du in den Besitz eines Fossils gelangen, dann komm damit zu mir. Werde ich mir merken. Zur Pokémon-Arena kommt man über die Treppe hinten im Museum. Ah, hier ist auch eine Pokémon-Arena. Hätte ich nicht gedacht. Steht ja nicht draußen dran. Willkommen im Museum von Zipterana City. Gut. Unglaublich. Ein Blick auf dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg. Oh. Guten Tag. Ich bin Baldur. Der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Nur zu, führ mich rum. Da wäre zum Beispiel dieses Skelett hier. Es stammt von einem Drachen-Pokémon. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, musste es wohl
irgendwann ein unglückliches Glück ereilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Dieser Stein ist einfach die Wucht. Das ist nämlich ein Meteorit. Der trägt sicher irgendeine Energie aus dem Weltraum in sich. Das hier ist einfach nur ein gewöhnlicher alter Stein. Auch wenn er irgendwo in der Wüste gefunden wurde, ist und bleibt er einfach nur alt und wohl auch wertlos. Wir stellen ihn hier nur deshalb aus, weil er so wunderschön ist. Das ist die Pokémon-Arena. Im hintersten Winkel der Arena wartet die ebenso starke wie liebenswürdige Arena-Leiterin. Und falls du es noch nicht wusstest, es handelt sich um meine Frau Aloe. Wir stellen sie hier nur aus, weil sie so alt ist. Okay. Diese hiesige Arena-Leiterin widmet sich der Erforschung von Fossilien und Pokémon-Knochen. Okay. Lass mich raten, der Mülleimer ist leer. Wurde gerade geleert. So, ich würde mal sagen, rein geht's. Dann lösen wir das Arena-Rätsel. Oha! Wie habe ich den nochmal gesprochen? Ich glaube, wie einen alten Mann. Hinten im Museum wartet die Pokémon-Arena auf diejenigen, die sich ihrer Herausforderung stellen wollen. Ich sage dir, man wird dort ganz ehrfürchtig. In diesem Sinne, vielleicht kannst du ja hiermit etwas anfangen. Zwangy erhält Tafelwasser. Zwangy verstaut das Item Tafelwasser in der Medizintasche. In dieser Arena gibt es ausschließlich Trainer mit Pokémon vom Typ Normal. Und jetzt mal ganz unter uns. Diese Pokémon sind ziemlich anfällig gegen Kampf-Pokémon. Rund um den ewigen Wald tauchen diese Kampf-Pokémon immer mal wieder auf. So, und jetzt gebe ich dir noch Wissenswertes über die Arena mit auf den Weg. Hier in unserem Pokémon-Arena bekommst du voran, indem du die in manchen Büchern versteckten Rätsel löst. Übrigens, das erste Buch in dieser Reihe trägt den Titel Gestatten Pokémon. Wenn du mal nicht weiter weißt, wo ein bestimmtes Buch zu finden ist, ja, dann frag mich doch einfach herum. Frag mich doch einfach herum. Ah, egal. Dieser Typ von der Arena ist bestimmt sehr stimmschonend. Deshalb lese ich den immer so. Und wen haben wir hier? Den ersten Trainer? Yep, den ersten Trainer. Die Leute nennen mich einen Bücherwurm, weil ich immer in der Arena von Septeran City herumhänge. Aber ich warne dich, ich bin stark. Mein Alltag besteht aus dem Lesen von Büchern und dem Training meiner Pokémon. Naja, also wenn du stark wärst, dann wärst du ja der Arena-Leiter. Aber ich denke, mit einem Pokémon, was zudem auch noch ein Nagelotz ist, und dazu bist du noch Schüler, wie es aussieht, sogar ein Grundschüler. Ja gut, also ich weiß nicht, was dein Verständnis von Stärke ist, aber gut, lassen wir das mal so stehen. Lassen wir das mal im Raum stehen. Ranken. Okay. Scheinbar ist John irgendwie... Ach ja, stimmt. Ich habe mein Pokémon-Team gar nicht geheilt. Das ist jetzt nicht so toll. Ja, hervorragend. Ich komme dann gleich mal wieder, würde ich sagen, mit einem geheilten Pokémon-Team. Zwergen für schwarz vor Augen. Stupid! Ich muss mir unbedingt mal ein drittes Teammitglied zulegen. Ich glaube, das wäre mal praktisch. Wir haben erst zwei Pokémon-Teamer. Ah. Zwei Pokémon-Teamer, ja genau. Genau, Zwergi. Lern erstmal Deutsch, bevor du Let's Plays machst. So. Neuer Versuch. Neues Glück. Bäh. Ja, backe ich hier noch gegen die Wand.
Die Arena von Septerana City. Museum und Arena zugleich. So, auf, zu frischem Werk. Ja, du bist ein Bücherwurm, aber trotzdem stark, das kennen wir. Brauchst du nicht wiederholen. So, Schulkind Ernst. Ist es gerade dein Ernst? Ja. Ja, weiß gerade nicht, was ich darauf antworten soll. What the fuck ist das für eine Attacke? Armstoß. Oh. Auf jeden Fall Ernst. Ein kleiner Schüler, der Ernst heißt. Mein Opa, der heißt Ernst. Aber nicht ein kleiner Schüler. Ein Regal voller Kinderbücher. Gestatten, Pokémon. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Ja, das ist das erste Buch, was uns vom Typen am Eingang gesagt wurde. Lesen wir also. Ein Märchen, das von einem Jungen handelt, der zum ersten Mal in seinem Leben ein Pokémon begegnet. Sein Begleiter waren fortan ein kleines braunes Pokémon. Im Buch liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Seiten. Liebe Pokémon-Trainer, hier schreibt Arena-Leiterin Alole. Aloe. Ich habe hier in der Bibliothek 4 Zettel mit kleinen Rätseln versteckt. Wem es gelingt, die Rätsel zu lösen, den werden sie letzten Endes direkt zu mir führen. Hier ist für den Anfang das erste Rätsel. Was war das erste Pokémon, dem du hier in der Arena begegnet bist? Ein kleiner Tipp, das Buch mit der Lösung steht in einem Regal der mittleren Reihe. Okay, die mittlere Reihe ist die hier. Ja gut, jetzt habe ich hier einen 50-50 Joker. Eine 50-50 Chance. Und wenn links oder rechts, hier, lag ich doch daneben. Ein Regal voller Bücher zum Thema Pokémon. Lebensweise eines Nagelots. Genau, Nagelots war's. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Ja. Das Buch behandelt die Lebensweise und Eigenarten des Nagelots. Es kommuniziert mit seinen Artgenossen mit Hilfe bestimmter Schweifbewegungen. Das bestimmten Zitat aus dem Pokédex. So signalisiert es ein Aufrichten des Schweifes, beispielsweise, dass es einen Feind entdeckt hat. Ups, zwischen den letzten Seiten liegt ja ein Zettel mit einer Nachricht, was da wohl nur draufsteht. Nun gut, das Rätsel war wohl keine große Herausforderung für dich. Lass uns also gleich zum zweiten Rätsel kommen. Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch empor. Aus welchem Buch könnte dieser Hinweis wohl zutreffen? Ein kleiner Tipp noch, das Buch liest eventuell gerade jemand. Also ein Trainer. Ja, wer hier wohl Bücher liest? Wird man sagen, sie hier? Vielleicht? Eventuell? Interessant. Aha, du hast eine Nachricht gefunden und willst jetzt einen Blick in dieses Buch hier werfen? Was stand denn in der Nachricht? Wenn im Inneren Flammen lodern, wird aus dem Kopf viel Rauch empor? Ich lese ja gerade etwas über die Konstruktionsweise von Lokomotiven. Meinst du, dieses Buch ist deines Rätsels Lösung? Ja, ich denke schon. Klingt richtig. Bravo, das ist korrekt. Wenn im Innern die Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch empor. Dabei ist in der Tat von einer Lokomotive die Rede. Dann will ich das Buch mal überlassen. Vorher nur noch eine Kleinigkeit. Lass uns doch eben noch fix einen kleinen Kampf bestreiten. Im Namen der Forschung. Aber gerne doch. Gerne
kämpfe ich gegen dich im Namen der Forschung von mir aus auch. Ein Bissbach, nein, ein Terrybach. Ein Bissbach ist es nicht ganz. Ein Terrybach. Ich denke, das werden wir uns auch noch fangen. Jetzt kann ich es schon mal spoilern, glaube ich. Ihr habt es ja schon erfahren, irgendwie, dadurch, wie ich reagiert habe. Das nächste Pokémon wird ein Terrybach sein, sofern ich eins im hohen Gras finden kann. So habe ich es zumindest eingeplant, dass das nächste Pokémon ein Terrybach sein wird. Na gut, ich hätte ja auch gleich Armstoß einsetzen können, aber das Attacke ist scheinbar irgendwie ein bisschen OP. Und dann lasse ich es lieber länger dauern mit Nitro-Ladung. Ich meine, Terrybach wird mich sowieso nicht besiegen. So. Zack. Ja, komm, noch einmal. Setzen wir noch kurz Glut ein und dann haben wir das. So. So, so, Glut einmal bitte. Und zack. Das Terrybach wurde besiegt. Ist sogar ein weibliches. Eine Hündin. Level 18. Hui. Und es geht ja schnell mit den Leveln. 816 Pokédollar erhalten. Und siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Gelesene Bücher stellt man zurück ins Regal. Das ist eine ungeschriebene Regel. Ein Regal voller Bücher zum Thema Sachkunde. Diese Konstruktionsweise von Lokomotiven. Möchtest du dieses Buch kurz überfliegen? In diesem Buch dreht sich alles um Lokomotiven. Im Inneren einer Lok wird ein Feuer geschürt, um das Gefährt mit der dabei entstehenden Dampfkraft anzutreiben. Dabei wird eine große Menge Rauch in die Luft geblasen. Auf der Rückseite klebt ein Zettel mit einer Nachricht. Echt super, dass du diese Zeilen gefunden hast. Da hat dich wohl der Ehrgeiz gepackt. Was? Dann folgt hier nun das dritte Rätsel. Erst köcheln, dann backen. Ei, das wird schmecken. Was könnte das wohl sein? Ein kleiner Tipp noch. Das Buch steht näher am Eingang als dieses hier. Näher am Eingang heißt dann wohl hier so ungefähr. Oder hier. Das ist jetzt relativ. Ich würde mal sagen, die hatte, glaube ich, was über eine Fleuch. Das stimmt. Also muss es ja wohl hier sein, weil das Ding steht nicht näher am Eingang als das. Glaube ich zumindest. Oder habe ich irgendwie einen Knick in der Optik? Nee, ich glaube, die stehen nebeneinander. Und da waren wir schon. Das ist Nagelotz, das ist Floink. Das, also muss das... Da war das erste Buch drin, das Kinderbuch. Also bleibt ja nur noch das übrig. Ausschlussverfahren. Ein Regal voller Kinderbücher. Pokémon-Gebäck. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Das Buch beschreibt ein leckeres Gebäck, das mit Beeren gefüllt ist, die man zuvor lange in einem Topf köcheln lassen muss. Es wird gern in der weit entfernten Sinnoh-Region hergestellt. Diese Leckerei namens Knurrsp ist unter den Pokémon sehr beliebt. Ja, davon habe ich schon gehört. Pokémon Diamant ist die Sache, in der wir das mal behandeln werden in Zukunft. Beim Nachwort liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Seiten. Was? So kurz ist das Buch. Das muss ja zwei Seiten dick sein. Nicht mal. Das muss eine Seite... Das ist nicht mal eine Seite, nicht mal eine halbe. Das waren zwei Zeilen. Wer schreibt denn bitte ein Buch mit zwei Zeilen? Okay. Habe bestimmt überblättert. Oder Bücher mit zwei Seiten. Stehen da wirklich Bücher mit zwei Seiten in den Regalen? Die bisherigen Rätsel haben also keine Hürden für dich dargestellt. Dann eben ohne Umschweife gleich zum nächsten Rätsel. Von diesem Regal aus zwei nach hinten, eins nach links, zwei nach vorn. Was ist denn los, Ella? Ella, ich nehme gerade auf. Ja, Ella, ist gut. Nachher. Eins nach rechts und eins nach hinten. Wo führt das dich hin?
Mein einziger Tipp, du schaffst das. Sicher aus eigener Kraft. Ach du K. Ich hätte gern das Buch hier. Du hast also tatsächlich die letzte Nachricht und somit auch deinen Weg zu mir gefunden. Dann präsentiere ich dir nun noch ein Rätsel. Wird sich dir der Weg zur Arena-Leiterin öffnen, wenn du gegen mich antrittst und siegreich aus meinem Kampf hervorgehst? Ich vermute, ja, weil wir alle anderen Schränke schon abgeklappert haben, muss das hier der Weg Richtung Ziel sein. Richtig! Na dann wollen wir mal loslegen, Trainer. Dauert es nicht mehr lange, bis vor der Arena-Leiterin stehst. Das hier ist das letzte Buch. Nimm es doch einfach mal in die Hand. Auf geht's, wir nehmen das Buch in die Hand. Ein Regal voller Bücher zum Thema Pokémon. Die Lebensweise dieses Floink. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Ja. Meine Stimme geht sterben. Das Buch behandelt die Lebensweise von Eigenarten des Floink. In seinem Inneren lodert ein Feuer, das flammend aus seiner Nase schlagen lässt, wenn es kräftig schnaubt. Das ist bestimmt wieder ein Pokédex-Eintrag. So unglaublich klingt das hier. Ich habe ja kein Floink mehr. Ich habe jetzt ein Fjalkeledol oder sowas ähnliches. Habe ich mir auch nicht gemerkt. Irgendwie so ähnlich. Irgendwas mit Fjalkel war es. Ist es mal nicht so fit, kommt jedoch nur Rauch heraus. Im Buch liegt ein Brief. Bravo, du hast es also tatsächlich bis hierher geschafft. Du hast somit nicht nur deine Stärke, sondern auch deine Klugheit bewiesen. Ich freue mich darauf, dir bald im Kampf zu begegnen. Beste Grüße, Arena-Leiterin Aloe. Klick. Unter dem Buch war ein Schalter verborgen. Oh wei. Was für eine Überraschung. Und das Regal bewegt sich zur Seite und ein Gang darunter erscheint. Ich bin ganz überrascht. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Na sowas. Da hat sich plötzlich eine Treppe aufgetan. Und natürlich werden wir die Treppe hinuntergehen. Ui, was für eine Überraschung. Die Arena-Leiterin wartet am Ende der Treppe. Und no, wie es sich gehört, fordern wir die ganz schnell mal heraus. Hereinspaziert, lieber Herausforderer. Hereinspaziert. Ich bin Alola, die Direktorin des Museums von Sibterranas, die uns zugleich Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine mit viel Herzblut herangezogenen Pokémon so schlagen werden. Ja, und die sind nicht geheilt. Aus dem letzten Kampf. Aber das ist wieder Classic Zwergfürst. Geht seine Pokémon vor dem Arena-Kampf nicht heilen. Wieso auch? Wäre ja zu einfach. Ja gut, ich habe ja noch Tafelwasser geschenkt bekommen. Und das wird vielleicht nicht mehr ganz reichen, weil es ist jetzt stärker geworden. Na doch, wird reichen. Hopp. Tafelwasser. Zack. Heimzahlung. Oh wei. Oha. Zwei Pokémon hat die nur. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Bodycheck. Au. Bei. Extremst. Nitro-Ladung hat eben gerade geklappt. Oh oh. Angst. Jetzt sollten wir wirklich ein nächstes Pokémon zulegen. Das geht auf keine Kurhaut mehr. Das geht hier wirklich nicht mehr. Auwei. Das war ein Trank. Habt ihr gesehen, was das angerichtet hat? Los, Nitro-Ladung. Mach so viel du anrichten kannst. Ja, fast. Aber was ist das letzte Pokémon? Sie hat zwei Pokémon. Das muss ich dann mit Lutz besiegen. Oh, Kacke. Und der ist Level 13. Wir müssen vielleicht nochmal trainieren gehen. So sieht's aus. Natürlich setzt da Supertank rein. Natürlich, natürlich. Ist unsere zweite Arena und er zieht nicht schön aus. Ja, das war's.
Next try. So I think he's a stupid person. Diesmal vielleicht ein bisschen vorbereiteter. Im ewigen Wald, in der Nähe vom ewigen Wald, werden wir mal nach einem Pokémon suchen. Ihr habt ja schon erfahren, was unser nächstes Pokémon sein wird. Dann werden wir mal danach suchen und unser Team noch ein bisschen trainieren. Und dann geht es im nächsten Part zum zweiten Versuch. Den zweiten Ohren haben wir leider heute nicht mehr geschafft, aber wir haben den Weg dahin freigeschaltet. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Kleines Geschenk für dich. Zertrümmer. Okay. Das werde ich bestimmt mal benötigen können. Muss man unbedingt einem Pokémon geben. Nach oben, Däumchen nach unten. Pokémon Weiße Edition wird immer herbstlicher im Frühling. Ja, im nächsten Part geht es hier dann weiter. Hier ist sogar schon eine Grasfläche. Dort werden wir uns dann ein wildes Pokémon fangen. Ja, bis dahin habt eine angenehme fröstliche Zeit, gehabt euch wohl. Ja, haut rinne.